Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir diese Inscriber Wall gebaut. Und ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen Glowstone schon produziert. Wir haben ein bisschen was auf Lager und deswegen können wir gleich weitermachen mit Applied Energistics. So. Und, aber bevor wir hier weitermachen. Ich habe hier wieder 64 reingehauen, damit die Down nachproduziert wird und genug auf Lager steht. Wir haben auch hier oben gleich eine beträchtliche Menge an den Gold-Logic-Teilen drin. Bedeutet, wir können ordentlich nochmal hier reinhauen. Dass mir die Dinger schon wieder ausgehen. Jetzt haben wir 42 1K-Teile. Das sollte, glaube ich, fürs Erste ganz gut reichen. Wenn sie das so anschaut. Und wenn ich jetzt hier noch natürlich... Ah, nee, das wird nicht ganz reichen. Aber wir kommen an den Verbrauch schon fast ran. Das ist natürlich mega genial. So, als nächstes waren dann... Wir waren gleich gerade bei einer... Das ist ein Fluid Storage. Wir wollen die normalen 16K Storages. Da haben wir 3 Stück von jetzt. Beziehungsweise 4 Stück schon von. Geil, das ist auch geil. Und jetzt kommt eine 64 Storage. Ah, ich habe kein Quarzglas mehr. Ja, dann einmal schnell produzieren. Sollte fürs Erste ja dann hoffentlich reichen. Quarzglas. So. 64k. Holy shit. So, okay, dann können wir gleich nochmal ein paar 4K-Teile bauen. Das ging jetzt doch ordentlich flott. Was fehlt jetzt bei 4K? Jetzt fehlen mir die Quarzteile. Okay. Dafür haben wir jetzt vorgesorgt, ja, zum Glück. Wir haben genug in der Presse, um nachzuproduzieren in dem Fall. Die Pressen laufen immerhin auf Hochtouren. Ja, wir können jetzt gut dann hier die 4K auch gebrauchen. Applied. Dann stellen wir uns mal einen Server auf. Bei Casing haben wir ja genug dann. Dann können wir so ein 64K-Storage machen. Das kann 64 Typen halten mit bis zu 65.000 Bytes. Schauen wir doch mal bei uns ins Lager rein, weil wir haben ja doch ordentliche Lagerkapazitäten hier. Hier sind 26.000 Diamond Resin zum Beispiel drin. 36.000 Redstone Resin. Das haben wir denn hier zum Beispiel ganz viel drin. Oakwood. Oakwood haben wir hier nicht so viel drin wie erwartet. Wo ist denn Oakwood? Habe ich nur so wenig Oakwood? Ja, da bin ich. Hey. Verbrauche ich das gerade alles? Ah ne, hier Oakwood. Okay, 643k. Das ist natürlich ordentlich. Das werden ungefähr 10 von diesen Teilen. Aber natürlich, man sieht auch, wie schnell, wenn man einfach alles hat, wie schnell die Produktion auch gehen kann. Bräuchten nochmal auf jeden Fall so einen Burner. Das ist ein... Aber wir können mal gucken, wie... Ah, das war nicht der Plan. Weil du musst ja für bestimmte Sachen... Für Silicon zum Beispiel. Das können wir nochmal gucken. Ich nehme einfach irgend so ein Pattern-Ding hier. Dann haben wir Silicon und die Silicon Press. Und das geht in dem Energized Smelter. Und da gibt es natürlich auch die Advanced-Variante. So. So, okay. Die Energized Smelter-Variante. Energized. Vielleicht kann ich die ein bisschen aufpimpen. Smelter. Basic. Das wird schon passen. Den schließen wir mal auf die schnelle. Wir wollen ja einfach einen Platz, wo wir bestimmte Sachen noch brennen können. So, okay, und dann brauchen wir jetzt hier Quarz wieder zum Beispiel. Weil ich glaube, Quarz war das, mit dem ich das gemacht habe. So.
ich diesmal wissen will. Hebel. Geht es auch ohne Logik dahinter? Jetzt sag Input, ich weiß nicht, was der Rücksatz ist, ne? Input. Sind eigentlich alle Inputs nach ihm? Der will wohl, wie scheint, nicht. Okay, den können wir auch Speed und Energy Upgrades geben. Machen wir das nochmal. Speed Upgrade. Ach, da können wir dann Energy Upgrade noch. Energy. Eins haben wir davon noch. Und da haben wir dann hier noch eins. Wir können den vollkommen upgraden. Erstmal kriegt er Energy Upgrades, damit der so effizient wie möglich läuft. Und dann haben wir noch Speed Upgrades rein. Weil jetzt läuft die hier schon wieder leer. Upgrades. Efficiency 10-mal so gut. Ein guter, flotter Ofen ist natürlich Leben. Deswegen kriegt die Enrichment Chamber da hinten zum Beispiel auch nochmal Energy Upgrades als erstes. Die hat natürlich auch, die hat auch voll Upgrades. Die haben beide Upgrades wie Sau. Mal gucken, da müssten die Upgrades auch schon alle drin sein. Mal 10 Speed, das ist super. Dann können wir nicht der Produktion hier schon mal sagen, dass wir weitermachen können. Ohne, dass sie hier unterbrechen müssen in dem Fall. Hier haben wir oh, ganz viele von diesen schönen Teilen gemacht. Oh, ist das schön. Hier mit Redstone muss noch rein, so. Und jetzt können wir wieder für Applied Energistics wahrscheinlich schön sagen. Applied. Dann brauchen wir jetzt die 4K-Teile wieder. Wo sind sie denn? 4K. 13 Stück. Das ist nicht schlecht. Dann haben wir immer gleich noch 1K übrig. Ne, ist 4K. Ich habe gar keine 1K. Das ging aber flott mit den 1Ks jetzt. Und dann mit den 1Ks mache ich 16Ks. Wo sind die 16Ks? Dann haben wir eine von denen schon mal. Beziehungsweise haben wir jetzt 3 Stück davon. Holy shit. Das ist ein Netzwerk. Das wird ein Netzwerk. Wie gesagt, wir tun es ja nicht direkt umstellen. Wir bauen es erst massiv auf, dass wir wirklich eine massive Masse auch haben. Gleichzeitig will ich dann oben die Pflanzen umstellen anfangen. Dass wir halt wirklich ein massives Projekt in dem Fall haben. Was uns dann vorantreibt. So, ein bisschen Silikon haben wir noch. Hier kriegst du gleich noch mehr, dann kannst du noch mehr nachproduzieren. Für die Pressen haben wir nicht genügend davon. Gleichzeitig können wir natürlich jetzt wieder Gold brauchen, damit wir aus Gold weiter unsere Teile hier pressen können. So. Dann schauen wir bei ihm noch vorbei, weil er hat ja auch für uns gearbeitet die ganze Zeit.
Und so geht sich das hier schon an. Die Frage ist, wo bauen wir am besten dann Serverraum hin? Wir können natürlich hier sagen, wir fangen hier an mit einem Serversystem jetzt dann. Schließen die ersten Sachen an, bauen dann aus und hin und her. Oder wir fangen halt echt hier drunter an. Um uns einen schönen Platz zu suchen und alles dementsprechend zu bauen. Ich werde auf jeden Fall mal noch eine Fläche bauen für Erde und alles und das nochmal schön erweitern. Vielleicht können wir da noch was Schönes draus machen. Vielleicht bauen wir es auch da hin. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Das müssen wir aber in der nächsten Folge machen, weil ihr wisst, das funktioniert immer super mit dem System. Haben wir jetzt schon 64k. Das sind die größten Einheiten, die es in diesem Fall gibt. Das ist natürlich schon heftig. Und jetzt schauen wir nach. Wir haben noch Glowstone jetzt produzieren angefangen. Oh, schon zwei Stacks. Zweieinhalb Stacks. Das ist doch nicht übel, würde ich sagen. Produzieren tun wir auch wie irre. Noch ein paar von den Calculation Presses haben wir in dem Fall. Jetzt können wir die schon reinhauen und anfangen. Wir brauchen natürlich Massen, um das umzustellen, was wir brauchen. Ihr habt schon gesehen, wie viel jetzt da weggeflogen ist. Wenn wir jetzt hier gucken, Applied. Wir haben keine 1K-Einheiten mehr, aber wir können jetzt die hier nehmen. Was war denn das jetzt? Fluid Storage Housing, kann ich es umbauen, okay. Jetzt haben wir 64k Einheiten in dem Fall. Mit diesen 64k Einheiten können wir ein Server-Rack bestücken, was allemal uns dient. Also diese 64k sind natürlich jetzt schon Jack Musel in dem Fall. Ich glaube, da vorne hüpft einiges wieder rum. Hallöchen, Leute. Die müssen alles, das muss auch nochmal umgebaut werden. Da sollen dann Spikes unten kommen und ein XP-Sammler und alles drum dran. Mini-Mandel. So, der nächste ist mal tot. Komm schon. Das Skelett geht wieder. Komm hier, Skelett. Das doch. Vielleicht bauen wir da drunter dann den Serverraum oder hier oben direkt drauf. Können auch einen Chisel bauen, oder? Das müsste ja gehen. Chisel. Ich sag, ich will so einen Diamond Chisel haben. Dann mache ich mir einen Diamond Chisel jetzt. Stone? Habe ich Stone? Ich habe Cobblestone. Jetzt mal so einen Stack Cobble. Und schauen, was wir mit dem machen können. Panel. Chisel a 3x3 column of block, okay. Vielleicht können wir da draußen was Cooles machen. Das mal als Wand. Hier. Wenn wir diese große Fläche jetzt hier, dann bauen wir hier mal. Das ist so ein bisschen größeres Gebiet werden, auch auf dem der Server Rack steht. So. Fangen wir mal an, jetzt wirklich was hier draus zu bauen noch. Wir sind immer in Minecraft, da muss auch gebaut werden zwischendurch. So.
Dann wollen wir natürlich dann auch dementsprechend Licht. So. Ah, das war die falsche. So. Perfekt. Dann tun wir gleich noch den Boden rausreißen. Als Boden hätte ich gerne ein bisschen was Cleaneres. Zeig mal. Nicht jetzt so unbedingt meins. Ich gehe jetzt mal in den falschen Modus. Ach, ich kann sozusagen auf den Boden jetzt ändern, lol. Nein. Was wäre mit? Schauen wir noch so ein bisschen schön clean Zeug. Let's try this. Ja, das schaut doch ganz in Ordnung aus. Das ist ja mein Server Rack. Das ist ja kein hier Wohngebiet mit schönem Holzboden oder sowas. Das ist ja hier Arbeitsfläche. Und ja, fürs Erste wird dieser Raum komplett reichen. Das ist ja nur der Datenspeicher, den wir dann haben. Das ist ja nur nicht die Produktionswelt oder sowas, die soll dann, müsste dann eh ein bisschen größer werden. Weil die braucht ein bisschen mehr Platz in dem Fall. Aber ja, so. Ich will jetzt trotzdem mal gucken, wir haben doch jetzt einen Chisel und ein bisschen Wood auch hier. Was kann man eigentlich machen? Was haben wir denn noch für Blocks so? Iron? Das ist ein Großgebäude. Kann ich nichts draus machen, schade. Das wäre cool gewesen, aus dem was zu machen, aber... Hast du die Vermutung, die haben darauf keinen Bock? Was haben wir denn noch für Blöckchen? Davon habe ich zu wenig. Grouter, das ist jetzt auch nicht. Dann soll es. Können wir mal versuchen, was wir mit dem hier machen können. Ob wir was im Holz. Ne, das wollen sie erst etwas umwandeln. Damit wir daraus was kriegen. Schauen wir mal. Oakwood, Oak, Scaffold, Binds. Fancy Crate. Schauen wir uns mal die an. Ja, das passt doch ganz gut. Ne, Büro muss auch kein Fenster sein oder sowas. Dadurch, dass das natürlich ein bisschen höher sein muss. Ach, scheiße, warte mal. Bin gerade dumm gewesen, warte mal. So, warte mal. Ah, ich bin doch doof. Komm schon. Keine Dummheit auf der Seite machen. Nur noch ein bisschen Wood.
in der Art. Das war das hier, wenn ich mich nicht irre. Nee, das war nicht das. Was war denn das dann? Nee, das war nicht das. Das war... Das hier. Haben wir es doch. So. Ein Scheiß Ernst? So, schau. Ja, ich bin nicht der beste Bauer und ich baue nicht schön, aber... Das ist jetzt funktional für mich. Allein schon eigentlich einen Raum zu haben für Server, der genauso gebaut ist, ist ja schon eigentlich ein Verbrechen an sich, wenn man sich so überlegt, ne? Immerhin könnte der jederzeit abfackeln. So, dann brauchen... Nein, brauchen wir wieder unseren Schüssel. Wir sind gerade bei den Wänden, ne? Da müssen wir was anderes sein. Wie wär's denn damit? Das Problem ist, ich weiß halt auch nicht auswendig, was das ist. Das ist Arrayed Bricks. Ah, da sind sie, Arrayed Bricks. Scheiße, also was willst du machen? Da kann man schlecht was machen in dem Fall. Jetzt muss noch der Teil oben drüber, der drauf gehört. Damit das Dach dann drauf kann. Holz, dann kann ich hier zumachen. Gut. Dann können wir erstmal innen an die Wände dementsprechend ein paar Fackeln setzen. Und dann sollte sich das auch passend erledigen. So. Mal ein bisschen Kobbel. Nehmen wir den Boden auseinander. Der Chisel, oh. Das ist auch wieder da. Okay, ich verstehe das leider nicht so ganz, wie es mit dem Chisel funktionieren soll, aber okay. Ja, mir ist das Holz gerade total wurscht. Immerhin habe ich ja über 100.000 Holz im Lager liegen. Und von daher ist es gleich auch nicht so tragisch, wenn wir ein bisschen was verlieren. Der Raum kriegt ja auch lustigerweise Fun Fact. Einen Keller noch dazu, oder muss wahrscheinlich einen Keller kriegen, weil irgendwo muss ich das Ganze verstauen, das ganze Technikzeug, die ganze Kabellage muss irgendwo durchgehen und das soll unten drunter passieren. Wie immer halt, unten schaut es nach Chaos aus, aber ja. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es wenigstens, ne? Das ist genau mein Plan. Ich will, dass dieser Blödsinn jetzt funktioniert, ich genug Daten ziehen kann, sozusagen. Wir müssen natürlich auch die neuen Datentransferkabel in Zukunft damit bauen, ne? Damit der Anschluss nicht überfordert wird. So. Cool. Dann tun wir die wieder zurückverwandeln mit denen hier zusammen, damit wir
das nochmal lagern können. Chisel tun wir ins Inventar. Ach ja. Left click to chisel blocks, target a block by leaving it in the inventory. To open joy. Left click to chisel block in the world. Okay. So. Das schaut scheiße aus, aber ja, was willst du machen? Bin kein Erbauer. Ich bin nur ein Techniker. Ich glaube, ich habe hinten noch die Serverteile drin liegen. Kann es sein? Also unten im Keller. Da liegt alles für die Server noch. Die sind mittlerweile alle schon im Ruhezustand, wie scheint. Goldpresse. Die kann noch ein bisschen arbeiten, weil wie gesagt, ohne Gold kommen wir eh nicht wohl lang. Die Goldpresse ist wichtig. Und erstmal einen Redstone und dann brauchen wir noch ein bisschen Gold. Damit wir da noch ein bisschen weiterkommen. So, damit die hier weiterpressen kann. Zum Wohle von uns sozusagen. Schauen wir nochmal gleich nach Glowstone. Wie es hier mittlerweile ausschaut. Ja, ist noch genug auf Lager, das ist super. So soll das sein. Die produzieren noch brav, das ist gut. Ah, das schaut schon alles ganz, ganz fein aus. Schaut schon alles ganz, ganz fein aus. Wo wollte ich die Serverteile hin? Hier. Hier habe ich zwei von diesen ME-Teilen sozusagen hin. Den Rest habe ich im Netzwerk. Gut. Also im Grunde müssen wir überlegen, es ist immer so ein 3x3 Block wahrscheinlich. Wenn ich will die so platzieren, dass man immer drum gehen kann. Wird hier. Ah, oh, hier eine genaue Reihe fehlt mir oder was? Ja, na gut, dann muss. Ja. Muss ich wahrscheinlich die Wand noch einmal eins weiter nach vorne, aber das ist jetzt nicht der Horror in dem Fall. Aber ich kann im Grunde jetzt hier schon mal drei Drives drin, das ist natürlich schon. Oh, Jack Süßel. Das Serverraum ist natürlich jetzt auch ordentlich. Schauen wir mal, wenn ich jetzt drei breit, eins frei, drei breit. Plötzlich einfach hier noch einen Turm hin, dann habe ich hier noch einen Turm. Hat man dazwischen zwei frei. Hier so. Dann könnte man hier auch die Tür reinmachen, zum Beispiel. Dann wäre das so ein. Jetzt wird es nochmal überlegt, weil wenn wir alleine schon vier Stück von denen voll haben mit den 64er Drives. Das hält schon lange. Dann bin ich endlich bei meinem MD-Drive. Ich liebe Applied Energy Sticks. Es ist so cool. So. Es gibt leider kein. Jetzt müsste es noch so Daten-Failure und so Zeugs geben, so was es halt in echt auch gibt. Dass du dann das Zeug in Raid 1 setzen musst und hin und her. Das wäre natürlich dann noch so. Bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber lustig. So. Jetzt tun wir noch die ich hier habe, da rein. Und dann machen wir 1K Drives wieder. Ah ja, apropos, ich habe noch 1K. So. Ich glaube, ich habe hier noch drüben ein paar auch noch drin. Empty? Achso, warte mal. Redstone. Es fehlt ihm der Redstone-Block. Jetzt habe ich kurz gedacht, mein Strom wäre leer. Das wäre natürlich jetzt so die absolute Höhe gewesen. Wenn das Netzwerk von dem leer gewesen wäre, das wäre übel geworden. So. 31 Stück. Dann machen wir die 4K-Teile. 10 Stück. Und dann die 16. Ah, das sind die Fluid Drives. Warte mal. Storage Component hier so. Drei Stück. Ein 64K, den geht sie sogar noch aus. Ich glaub's nicht. Noch eins. Holy shit. 256 haben wir jetzt dann frei. Klar, ich weiß nicht, ob wir die
Reichweite haben, die man braucht in dem Fall. Aber holy shit, das wird richtig voll. Aber warte mal, ich habe ein Casing vergessen, warte mal. Casing mit, wo ist es denn? 64 K-Drive. Rein damit. Besser geht's noch nicht, oder? Ne, wo für das andere ist dann Fluid schon. 1K, 4K, 16K, 64K. Doch hier. 1K ME Fluid Storage. Das ist eine Spital Cell. Was auch immer die gut ist. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht mehr auswendig. Das ist auch eine Datenspeicher. Irgendwas ist Fluix Pearls. Okay. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo ich vielleicht hoffentlich sogar noch mehr 64K Drives habe am Ende. Schauen wir mal, wie gut ich das hinkriege. Also, bis dann. Ciao.